Moin, liebe Genossinnen und Genossen. Vielen Dank, Lars, für den Prozess und für dieses wichtige Zeichen auf unserem Debattenkonvent. Frauen leben Freiheit, du hast es gesagt, das sind so grundsätzlich klingende Dinge für uns, so selbstverständliche Dinge für uns, für die Frauen, die Menschen im Iran kämpfen müssen. Und auch meiner Großmutter war schon klar, dass wer an der Islamischen Republik Iran geboren wird als Frau, deren Leben wird nicht frei sein. Nachdem mein Großvater vom Regime im Iran umgebracht wurde, floh meine Großmutter mit ihren 6 Kindern, meine Mutter war da 18, nach Deutschland. Man muss sich vorstellen, dass nur wenige Jahre älter als ich es jetzt war, hat meine Oma entschieden, all das, was sie hatte, zurückzulassen, um zu erreichen, dass wir eine bessere Zukunft haben, dass meine Mutter niemand meiner Mutter reinredet, wie sie ihre Ausbildung zu machen hat, wie sie aussehen soll, wie sie sich im Alltag bewegen kann. All das hat meine Oma uns ermöglicht. Und meine Oma guckt auf diese Proteste und sie sieht, dass ich hier sein kann, als ihre Nachfahren, als junge Europaabgeordnete und hier in diesem Land, in Europa, Politik machen kann, während eine Frau, Gina Amini, 22 Jahre, auf den Straßen eingesammelt wird, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trägt. In der Gewahrsam von der Polizei dann stirbt an den Verletzungen, die ihr zugewirkt wird. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, ist Mord. Und auch gestern, Nasrin Gaderi, sie studierte an der Uni in Teheran, hat an einer Demo teilgenommen, wurde verhaftet, erlag wieder Schlägen, die sie durch die Revolutionsgarde bekommen hat, und soll dann klammheimlich im Morgengrauen ermordet werden. Und in dieser Situation kommen alle Menschen in ihrer Heimatstadt Marivan zusammen und verhindern das und machen sichtbar, dass diese Morde sich nicht mehr vertuschen lassen, weil dieses gesamte Land in Bewegung ist und endlich sich von diesem Regime befreien will. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, verdient unsere Solidarität. Jahre nach Gründung der Islamischen Republik Iran sind es viele Menschen, die protestieren. Und es geht eben nicht nur um den Hijab und wie man es tragen muss. Es geht nicht nur um die Ereignisse der letzten Wochen. Es geht um das, was viele Iranerinnen und Iraner seit 43 Jahren fordern, nämlich die Befreiung von diesem Regime. Die Frauen im Iran, und ich kann euch das aus familiärer Erfahrung sagen, sind unglaublich stark. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie einen unfassbar skrupellosen Gegner gegen sich haben. Jeder Griff nach Freiheit wird eingeschränkt. Jeder Griff nach Freiheit wird bestraft. Und gerade deswegen müssen wir hinsehen und müssen mit den Protestierenden laut sein, sie unterstützen, wo immer wir auch können. Und all diese Punkte, wie wir das konkret machen können, sind in diesem Antrag. Die Erweiterung der Sanktionen, die diplomatischen Proteste, die konkrete Unterstützung der Zivilgesellschaft, aber auch mit Informationstechnologie, die Vergabe von humanitären Visa und der sofortige Stopp von Abschiebungen in den Iran. Aber eben auch, und davon bin ich überzeugt, ist es Teil von feministischer Außenpolitik, sich global immer wieder für die Abrüstung, für die nukleare Abrüstung abzurüsten. Und auch diesen Punkt nennen wir hier und finden auch in dieser Formulierung die Balance aus diesen, die Sanktionen auf der einen Seite und eben auch die Bemühungen für nukleare Abrüstung vereinen. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Mama hat immer wieder die Proteste im Iran angeschaut und hat nie geglaubt, dass sie funktioniert haben. Und diesmal hat sie das erste Mal Hoffnung und hat gesagt, Lara, wenn die Frauen im Iran es schaffen, gehen du, Oma und ich in den nächsten Flieger und fliegen nach Teheran und ich zeige dir meine Heimat. Lasst uns diese Hoffnung bei dir verbreiten. Danke schön.